Ich werde heute eine Nacht im einzigen Jumbo-Jet-Flugzeughotel der Welt übernachten, denn hier gibt es einfach Hotelzimmer im Flugzeug, in der Turbine und sogar im Cockpit. Es warten unfassbar viele Überraschungen, deswegen, ihr wollt das Video bis zum Ende anschauen, denn wir werden ganz am Ende auch das Cockpitzimmer erst sehen können. Das ist fast so gut wie immer ausgebucht. Deswegen haben wir aber ein Zimmer in der Turbine und im Radraum bekommen. Total verrückt. Das Jumbo-Stay-Hostel steht direkt neben dem Flughafen in Stockholm, Schweden. Aber wie kommt man überhaupt auf so eine verrückte Idee? Wir wollten einfach etwas haben, das anders ist. Und wir haben von einer 747-200 erfahren, die hier geparkt war. Und so entstand das ganze Konzept. Sogar heute noch, nach 15, 16 Jahren, ist das einzige Boeing 747-200 Hostel. So etwas gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Das ist Amir, der Manager des Hotels, der uns später durch die einzigartigen Zimmer führen wird und die spannende Geschichte des Flugzeugs genau kennt. Alleine so nah vor so einem riesigen Flugzeug zu stehen, ist wirklich absolut insane. Wie crazy ist das? Mit einer Länge von 70 und einer Spannweite von fast 60 Metern ist die Boeing 747 ein wahres technisches Wunderwerk. Sie galt jahrzehntelang als das größte Flugzeug der Welt und unglaubliche 412 Passagiere können etwa 13.450 Kilometer in so einem Jumbojet mitreisen. Anfang des Jahres wurde die letzte 747 ausgeliefert. Wir stehen hier also vor einem wahren Stück Luftgeschichte. Sie flog von 1976 bis 2004. Sie ist also viele Jahre geflogen. Und diese spezielle 747 ist heute ein extrem seltenes Modell. Man kann nicht mehr viele 747-Modelle wie dieses hier finden. Ich glaube, die einzige berühmte Maschine, die heute noch fliegt, ist die Air Force One, die genau das gleiche Modell ist. Wir schlafen heute Nacht quasi im Flugzeug des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Die Räder sind hier einfach schon komplett wasted. Die stehen hier wahrscheinlich schon seit 1970. Hier wurde einfach ein Zimmer gebaut, in dem Raum, wo normalerweise die Räder einfahren. Und dort wird mein Kameramann später übernachten können. Das freut sich schon komplett. Ich werde in dieser Turbine schlafen. Hä? Es fühlt sich gerade an wie ein absoluter Kindheitstraum. Wie massive ist das? Wie groß? Also das kam wahrscheinlich mit dem Flugzeug direkt mit. Hier schon komplett wasted. Ja, als ob man hier einfach einen Gepäckwagen hinstellt. Sie gehörte einer Fluggesellschaft namens Transjet. Wir mussten sie ihnen abkaufen und dann eine Weile warten, bis wir die Genehmigung bekommen haben. Das sind richtige Flugzeugräder. Sie sind genau die gleichen wie da hinten. Boah, Leute, das sehe ich gerade, wenn ich hier am Schaukeln bin. Da oben ist dann tatsächlich die Cockpit-Suite. Darauf freue ich mich so krass, morgen früh das endlich anzuschauen. Weil wir können das tatsächlich auch erst beim Checkout selber erst anschauen, weil die fast immer ausgebucht ist. Eigentlich hat uns Mr. Beast kontaktiert, aber ich habe bisher keinen genauen Termin von ihm erfahren, also bin ich mir nicht sicher, ob das klappt. Aber er stand definitiv mit uns in Kontakt. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal von innen an. Wir sehen hier schon, überall steht Breakfast is served von 3 Uhr morgens. Und ich würde sagen, wir sind um 3 Uhr Punkt auch da, ne? Auf jeden Fall. Ja, also, Alter, oh mein Gott, Leute. Ich gehe zum ersten Mal in meinem Leben auf ein Flugzeugflügel. Direkt zum Einbrechen bringen. Das ist so cool. Einmal eine Cappuccino hier bitte auf den Flügel, bitte. Das ist halt ein bisschen schade. Das Flugzeug braucht auf jeden Fall ein bisschen Restauration. Und ihr seht aber schon, da oben die First Class Cockpit Suite hat sogar ihren eigenen Balkon. Boah, hier ist das sogar schon abgegangen. Hier stehen wir tatsächlich sogar auf dem richtigen. Ich dachte immer, das. Merkst du das? Ja. Alter, der komplette Flügel. Hier ist auch noch diese Line von No Step. Ich habe da mal ganz damals ein TikTok-Video zu gemacht, da habe ich noch Comedy-Videos gemacht. So, is it Fabian, yeah? Yes, that's me. 721, 716 is you. One of them has a toilet and one of them does not have it. Okay. Also ich glaube, hier standen damals überall die verschiedenen Sitze. Oh, hier sieht man sie sogar noch. Hier sind die Sitze noch von damals. Hier sind einfach noch Bilder, wie das Ganze hier damals aussah. Sie war bei vielen Fluggesellschaften. Die erste, die sie 1976 gekauft hat, war Singapore Airlines, dann Pan Am, Transjet und Air Russia. Ich war persönlich noch nie in einer Boeing 747, bin noch nirgendwo hingereist, so weit weg mit so einem großen Flugzeug. Wow, hier sieht man auch nochmal komplett, wie fett eigentlich so eine Boeing 747 von innen aussieht. 250 Millionen Euro kostet so ein Teil. Bevor man das einfach so brach liegen lässt, machen wir doch lieber irgendwie was Richtiges draus, oder? Wir haben insgesamt 33 Zimmer, unterteilt in verschiedene Kategorien. Wir haben 3 Suite-Zimmer, 2 Radraumzimmer, außerdem 4 Turbinenzimmer. Und wir haben Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmer. Die günstigste Art bei uns zu übernachten ist in einem Frauen- oder Männerschlafsaal, in dem sie nur ein Bett buchen. Für 450 schwedische Kronen. Das wären etwa 45 Euro für eine Nacht. 747 existiert tatsächlich nicht, ne? Können wir das Zimmer 747 noch finden? Hier die Toiletten. Also einer von uns beiden muss einmal morgens oder abends mitten in der Nacht rausgehen. Ja, ist nur ein Hotel, ne? Ist kein Hotel. Also man hätte es wahrscheinlich mega luxuriös
einrichten können, aber... Und ich teste das Ganze mal, ich muss nämlich mal. Boah, das ist so eine fette Tür, das ist ja... Nein! Ich hab ein bisschen Angst, dass sie auseinanderfällt. Ich auch. Soll ich wirklich zu machen? Nein. Allein, dass man diese komplette Tür hier einmal auf und zu machen kann, das ist schon echt eine Experience wert. Die sind mega, mega freundlich hier, wirklich. Und jetzt bekommen wir exklusiv 3 der coolsten Räume im Flugzeug, bis auf das Cockpit, gezeigt. No! No, wie geil! Schaut euch das mal an, hier sind einfach immer noch diese Overhead-Bins. Die gehen auch noch! No, wie cool! Aber auch voll weich. Aber auch schau mal, wie hoch das hier hochgeht. Die haben es hier mega hoch gebaut. Richtig, richtig crazy. Schauen wir uns mal das nächste Zimmer an. Ah ja, das ist so ein Zimmer mit einem Badezimmer quasi mit drin. Das ist genau das gleiche, was wir vorne auch schon hatten, ne? Kann man sich hier noch hinsetzen, aus dem richtigen Flugzeugfenster rausschauen und arbeiten. Wow, Leute, das hier ist einfach... Die Blackbox Suite. Der Grund, warum wir es die Blackbox Suite nennen, ist, die Blackbox des Flugzeugs war früher hier. In der Luftfahrt ist die Blackbox, obwohl sie eigentlich orange ist, ein robustes Gerät, das entscheidende Flugdaten und Cockpitgespräche bei einem Unglück aufzeichnet. Wow, wie geil. Also ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendeiner Suite, die man halt im Hotel hat, ne? Oh mein Gott. Spaß, genau das gleiche Bad wie gerade eben. Und das Coole ist hier einfach, man chillt sich hier hin und kann die Flugzeuge beobachten, wie sie starten und landen. Schauen wir uns mal unser Zimmer an. Derjenige, der auf diese Idee gekommen ist, in eine Turbine ein freaking Zimmer reinzubauen, ist wirklich Chapeau. Schauen wir uns mal ein Hotelzimmer in einer Turbine an. 3, 2, 1, and... No way! Oh, das ist ein ganz, ganz weirdes Gefühl. Aber hier wird man schon fast klaustrophobisch, weil das so eng ist. Und ich sehe schon, ich habe hier keine Toilette. Also es ist größer, als man denkt. Viel größer, ne? Aber es ist halt auch nicht viel, ne? Es ist halt ein Bett. Ja, ich habe auch wieder mein UV-Licht dabei. Machen wir kurz den Hygiene-Check hier vom Zimmer, ne? Oh ja, hier. Das sieht relativ clean aus hier. Oh ja, Aber ich glaube, das ist Kleber. Das sah ein bisschen anders aus. Kann man nicht sagen, ist auf jeden Fall... sauber. Später nehmen wir auch noch den Wheel Room, auch Radzimmer, von Tim unter die Lupe. Aber... Jetzt machen wir das, worauf ich schon den ganzen Tag am meisten freue. Ihr könnt es vielleicht erahnen, wir haben Essen bestellt. Ich werde jetzt meine erste Mahlzeit auf einem Flugzeugflügel essen. Das Hostel bietet leider kein Essen, deswegen musst du das bestellen. Das gibt ein bisschen Abzug in der Verpflegung. Allerdings ist natürlich das Restaurant hier unfassbar unauswechselbar. Wir haben hier Kartoffeln bestellt und die werden wir jetzt mal essen, bevor wir uns dann gleich Bed ready machen und unsere Schlafkabinen auf Schlaf und Nacht testen werden. Boah! Hör auf! Okay Leute, es ist viel zu kalt geworden, deswegen gehen wir jetzt rein, hoppen noch einmal unter die warme Dusche und dann geht die Sonne eigentlich auch schon fast unter. Oder geht schon unter. Da heißt es eigentlich nur noch einmal schlafen, bis wir dann das Cockpitzimmer endlich anschauen können. So, jetzt geht's für uns beide in unser Schlafgemach. Für Tim in seinen Radraum. Mega, ich freue mich. Eine schöne gute Nacht. Viel Spaß. Ich fühle mich so ein bisschen lonely, sage ich ehrlich. Licht somewhere. Hier gibt es kein richtiges Licht, Leute. Ich sag also, wie es. Es geht rein in den Radraum und. Habe ich ein Bett für einen Zwerg? Oh mein Gott, es geht die ganze Zeit wieder aus. Was ist das hier? Ich krieg die Krise. Ich habe ein bisschen mehr erwartet von dem Hotel, was so geil aussieht von außen. Guck mal, aber es ist kein Zwergenbett. Es geht tatsächlich noch ein bisschen weiter. Ich glaube, meins ist aber größer. Auch wenn es jetzt nicht riesig ist. Aber ich glaube. Ich habe eine Toilette, also immerhin, ich habe eine Toilette. Ach Gott, egal, ich werde jetzt mein Handylicht anmachen. So, Elektrizität funktioniert schon mal nicht. Das Ganze kostet so um die 70 Euro. Eigentlich voll okay. Tim seins, obwohl es ein Radraum, so eine Harry Potter Kammer ist, kostet 100 Euro tatsächlich schon, weil es ein Bad hat. So super. Aber das Zimmer ist vielseitig einsetzbar. Das hier, wunderschönes Bett, kannst du schlafen. Ich habe hier einen Stuhl, kann ich auch einfach sitzen. Ich werde jetzt das Licht ausmachen und jetzt schlafen gehen und mich morgen melden, wie ich denn dann hier geschlafen habe. Und das besondere Feature, irgendein Rohr, was mit Klopapier vollgestopft ist. Und da kommt kalte Luft raus. Okay, ich glaube, deswegen ist Klopapier drin. Während ich hier gemütlich meine Zähne putzen kann im Warmen, muss Fabi rausgehen und durch die Kälte. Puh, ist das kalt. Glückwunsch, Tim. Glückwunsch. Perfekt, also ich komme hier nirgendwo rein. Hat hier alles zu. Deswegen ist gerade irgendwas gesagt. Das heißt, ich muss wahrscheinlich nochmal zu Tim gehen, meine Zähne putzen. Wenn ich noch arbeiten möchte und ich muss noch irgendwas schneiden oder so, kann ich einfach meinen Laptop rausholen. Zack. Was machst Moin. Du hier? Auf einmal so. Bam, bam, bam. Ich kann einfach nicht Zähne putzen, weil alle Bäder belegt sind. Du hast sogar eine Toilette. Das ist nicht nur eine Toilette, wie du hier schon siehst. Das ist auch mein neuer Arbeitsplatz. Oha.
So, jetzt geht's schlafen. Ich hab's mit dem Licht jetzt gefixt. Das Bett ist mega gemütlich, wirklich top notch. Also wirklich richtig, richtig geil. Ja, ich würde sagen, wir schlafen jetzt einfach mal und schauen, wie sich das hier drin schläft. Ich wünsche euch eine gute Nacht und morgen sehen wir uns in aller Frische wieder. Und damit einen guten Morgen. Ich habe ganz gut geschlafen. Ich muss allerdings sagen, dass ich morgens immer vor auf Toilette muss und ich jetzt gar keinen Bock habe, durch die Kälte zu laufen, auf Toilette zu gehen. Es ist so arschkalt. Aber was man sagen muss, ich habe echt gut geschlafen. Also die Matratze, die ist schon ziemlich nice. Aber es ist viel zu kalt. Oh nee. Na? Wie haben Sie geschlafen? Fantastisch. Fantastisch? Hätte ich nicht gedacht, aber es war sehr, sehr gut. Sehr geil. Hast du heute Morgen schön. War das auch so kalt? Nee. Lass uns das Frühstück testen und dann geht's in die Cockpit. Sweet! Wir haben Brot. Das Zeug steht aber alles schon seit gestern da. Steht auch schon seit gestern. Aber solange es den Zweck erfüllt. Ist natürlich für vegetarische vegane Leute hier absolut gar nichts. Und sagen, jetzt geht's an den geilsten Part des ganzen Videos, hoffe ich. Wir können in die 747 Suite, die wir gestern gesucht haben. Mein Herz geht gerade so. Oh mein Gott, ich kann gar nicht hinschauen. Wir schauen uns erstmal hier den Balkon an. Es ist immer noch ein Hostel, das muss man immer noch so sagen. Hier rechts hat man die komplette First Class. Geil, geil, geil. Kannst du dann kein Meeting halten oder mit deinen Kumpels hier quatschen, irgendwie essen. Und nochmal zwei extra Betten, wenn vier Leute kommen. Aber jetzt, Leute, ist der Moment gekommen. Okay, let's go. Hier ist einfach eine Stufe, okay. No way. Einfach ein Bett im Cockpitzimmer. Wow. Hier sind einfach noch die richtigen Lenkräder von damals, die man hier noch so richtig bewegen kann. Sogar auch noch hier der Engine. Ich hoffe mal, dass hier nichts passiert und wir auf einmal nach vorne dreschen. Ready for departure, ready for takeoff. Ein absolut verrücktes Hotel. Würde ich das ganze Hotel hier bewerten, würde ich dem wahrscheinlich 4 von 5 Sternen geben. Einfach aufgrund der absoluten Außergewöhnlichkeit und dieser Cockpit Suite, wenn man hier drin schlafen kann. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und auf dem Zweitkanal werden in Zukunft auch alle 2 Wochen Videos kommen. Abonniert hier gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 2 Wochen. Bis dann. Ciao.